das fünfte ist das Dua. Und das Dua ist wirklich eines der wichtigsten Dinge, was man auch in seinen Alltag einbauen sollte. Nur muss erwähnt sein, dass das Dua wie ein Pfeil ist. Das Dua ist wie ein Pfeil. Und die Art und Weise, wie ein Pfeil fliegt und wie er sein Ziel trifft, ist nicht nur abhängig von dem Pfeil, sondern auch von dem Bogen, der dafür benutzt wird, und von dem Arm, der das Ganze bewegt. Das heißt, ist der Arm, der diesen Bogen trägt, und der Bogen selbst nicht von ausreichender Qualität, dann wird der Pfeil entsprechend fliegen. Krumm und nicht gerade. Und vielleicht auch gar nicht so weit kommen, wie eigentlich geplant und gedacht. Das Dua, welches lediglich aus Floskeln besteht, die man herunterleiert, das Dua, das aus einem unachtsamen, unabwesenden, unfokussiertem Herzen kommt, wird nicht akzeptiert, ist wirkungslos, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, inna Allah la yaqbalu du'a'an min qalbin lahin. Allah Ta'ala akzeptiert kein Dua, er nimmt es nicht an aus einem verspielten, zerstreuten, unachtsamen Herzen. Und manches Dua kommt aus dem Herzen eines Verzweifelten und manches Dua aus dem Herz von jemandem, der über Allah Ta'ala und seine Vorherbestimmung schlecht denkt. All dies ist in der Analogie, die wir benutzt haben, eben ein nicht brauchbarer Arm oder Bogen. Das Dua selbst ist eine Ibadah, also eine Dienerschaft, eine Ergebenheit und eine herzliche Verbundenheit mit Allah Ta'ala.